Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Ich bin Egon und begrüße euch recht herzlich zu SimCity 4. Ihr habt so gewollt, jetzt habt ihr es. der Grund, warum die Folge gestern nicht ausgestrahlt wurde, ist folgendes. Ich habe den ganzen Tag damit zugebracht, zu versuchen, eine schöne Region runterzuladen und zu installieren. Ich habe Editoren installiert, ich habe JPEGs und Graustufenbilder modifiziert, eingeladen, stundenlang. Und das hier ist das Ergebnis. Ja, das sollte irgendwie New York sein. Dann kommt dazu, dass ich Neu-Egonsonia anscheinend überschrieben habe, denn das hier ist Neu-Egonsonia. Damit können wir dann nicht mehr weiterspielen. Ich habe eigentlich gedacht, ich spiele da weiter erstmal, weil mir die Region dann doch gut gefallen hat. Dann seht ihr hier, wie oft ich eine neue Region geladen habe. 9-mal, also 10-mal insgesamt, um eine schöne Region zu bekommen, bei denen die Felder auch groß genug sind. Dann San Francisco wäre ja eine Möglichkeit, aber da ist es eben so, ich habe mir das mal angeguckt, ich bin da nicht begeistert von. Lädt das jetzt oder nicht? Ja, da ist sie. Das hier wäre halt unser großes Feld, in dem wir eine Stadt bauen. Da können wir klar hier so ein Zentrum bauen und hier so drumrum. Aber hier hin sind auch schon wieder Berge. Das ist also vom reinen Spielfeld her nicht mehr als so eins. Und dann müssten wir hier in die Berge wahrscheinlich die ganzen Kraftwerke bauen. Das wäre nicht verkehrt. Wobei wir hier unten dann auch so einen Ausleger hätten für Industrie. Hier oben hätten wir einen Ausleger für Gewerbe und hier genügend für, was weiß ich, Wasser, Strom und so weiter und so fort. Das hier ist natürlich total nutzlos, wobei wir hier in die Ecke auch ein Kraftwerk bauen könnten. Naja, und oh ja, und hier können wir ein schönes Reichenviertel bauen. Wisst ihr was, wir machen San Francisco, denn das Ding ist, die könnt ihr auch nachspielen, wenn ihr SimCity 4 Deluxe Edition habt. Was ja, glaube ich, jetzt bestimmt nichts mehr kostet, also nicht mehr allzu viel, einfach hier auf Region Laden gehen, San Francisco auswählen und dann könnt ihr auf derselben Karte starten. Neue Stadt starten. Wofür sind das hier? Stadt importieren? Aus einer anderen Region? Aha. Und was ist das? Stadt löschen. Und ebnet das Gelände an dieser Stelle. Da könnten wir auch New York... Nee, gegen New York haben wir es nicht. Gut, dann spielen wir doch mal mit San Francisco. Ich hoffe, die Stadt können wir noch umbenennen. Ich bin total raus. Und die Folge muss heute leider auch etwas kürzer ausfallen, sagte er und stellte die Uhr an. Denn ich bin unter Zeitnot, leider. Aber ich denke mal, so eine Viertelstunde werden wir schon reinbekommen können. Okidoki, das sieht doch schön aus. Das Gute ist auch, dass wir jetzt hier nichts mehr irgendwie noch verändern müssen. Ich schau mal hier hinten wegen... Hoppla, uiuiui. Den Gebirgen. Ja, da können wir doch so... So steil sind die ja nicht. Da können wir schon irgendwie noch ein paar Villen hinbauen. Die Küste hier gefällt mir auch gut. Das passt alles. Sehr schön. Dann gehen wir mal in den Bürgermeistermodus und benennen die Stadt Egonsonopolis. Ja, mehr O's gehen nicht in einen Stadtnamen. Schwierigkeitsgrad leicht, denn ich bin nicht gut. Yay! Erstmal Pause. Ja, frohes neues Jahr übrigens allen. Hier ist das Neujahrsfeuerwerk. Heute ist der 3. Januar. Schon, ja, lieber zu spät als nie. Von daher passt das schon. Das Erste, was wir machen, ist uns einen Plan überlegen. Für diesen Plan hätte ich jetzt gerne einen Zettel und Stift. Ich glaube, das mache ich auch offscreen und zeige euch dann das Ergebnis onscreen. Und also einen Plan für die Stadtauslegung. Was wir aber eh brauchen, ist ja dann auf jeden Fall Strom, Industrie und so Zeug. Wobei, wir fangen hier einfach mal mit so kleinen Sachen an. Wir machen da ein organisches Wachstum. Nee, lass uns zuerst zurück zur Region. Das ist hier.
speichern unsere Region, die der Stadtname ist gespeichert. Da machen wir zuerst ein kleines Agrardorf nebendran, um hier das Bedürfnis nach einfachen Bauernarbeitsplätzen zu befriedigen. Wenn er denn dann, es geht heute ein bisschen langsamer, da, das machen wir hier, ja hier, Neustadt. Es geht ein bisschen langsamer, weil ich gleichzeitig die momentane Civilization-Folge rendere. Und hier, mir ändert nichts an der Karte, das bleibt alles so, wie es ist. Name der Stadt, Egon, nee, Egonsbüttel. Sehr schön. Stadt gründen. Piu, piu. Da nehmen wir zuerst erstmal eine Straße. Hoppla, ich muss mich da wieder an die ganzen. Alt und Ehr ist die normale Straße. Genau, da machen wir unser Stadtzentrum. Wobei wir mit einer richtigen Straße, glaube ich, schon besser bedient sind. Hier ist egal. Wir werden ja. Hier ist ja die Karte, die Region zu ändern. Von daher reicht das, wenn wir hier. Nein! Oh Gott, das fängt ja schon mal gut an. Natürlich so die Straße annehmen. Bauen. Gerade ist immer noch am besten. Apropos am besten, SimCity 5. Lasst uns über SimCity 5 reden. Deswegen sind wir doch alle hier, wenn wir mal ehrlich sind. B ist Bulldozen. Ah ja, dann machen wir das auch gleich. Und mit der Road, da sorgen wir dafür, dass die hier rüber geht. Annehmen. Und hier rüber geht. Annehmen. Und mit Alt-R bauen wir dann noch hier so kleine Nebenstraßen. Für unsere Anwohner. SimCity 5. Da wird das Tolle dran sein, dass man Straßen auch schlangenlinienförmig bauen kann. Ja! Das sind dann der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie wir unsere Stadt bauen wollen. Und dann können wir wirklich so Dörfer bauen, die, wie im anderen Let's Play schon erwähnt, wo keiner mehr weiß, wie die Leute auf die Idee gekommen sind, den Stadtplan so auszulegen. Nun denn. Oh je. R wie Residential? Nee, wie Road. Schauen wir nochmal. Ich glaube, Residential hatte gar nichts, oder? Naja. Für den Anfang muss ich jetzt hier nochmal alles auswählen, bis ich mir dann doch mal angeguckt habe, was die Shortcuts sind. Die Tastatur-Shortcuts. Während wir hier schön unsere Bauernhäuser bauen, die alle ganz nah aneinander sind. Strom braucht man natürlich auch. Da bekommen sie ein kleines, aber feines Windkraftanlegchen. Hoppla, nee, wo ist es? Hier, Wasser, Strom, da, Windkraft. Das bauen wir hier hin. Dann ist das sofort da. Sorry, dass die Framerate ein bisschen runter geht, aber das wird morgen wieder besser. Schwach bebautes Wohngebiet. Habe ich auf Pause geschaltet? Nein! Wir sind ja schon im März. Genau. Wasser braucht ihr nicht. Genauso wie Schule, Polizei oder Feuerwehr. Gut, doch, Feuerwehr kriegt ihr dann irgendwann. Aber das erstmal nicht. Was ihr aber bekommt, ist natürlich Agrargebiete. Und da nicht so wenig von. Da beginnen wir, denke ich mal, hier mit dem Großen. Da kommt ihr auch gut hin. Und dann natürlich hier. Schön die Berge. Oh ja, die Berge eignen sich sehr gut dafür. Oh komm, lass hier bis zum. Bis rüber. Nee, das ist übertrieben. Bis hierhin müsste das doch auf jeden Fall passen. Ja komm, dann gönne ich euch noch so eine Hauptstraße. Dann kommt ihr auch schnell hier hin. Eins zu viel, egal. Alt-R, um hier die Straße abzudecken. In der Mitte entspringt ein Fluss. In der Mitte hätte ich gerne dann schwach bebautes Gewerbegebiet, damit die Leute auch einkaufen. Oh, das ist schön. Ja. Wenn das nicht mal zu viel ist, aber so haben wir da wenigstens alles auf einmal gebaut. Und dazu noch mehr Wohngebiete. Und dann können wir eigentlich auch schon zugucken, wie die Stadt wächst und wie uns die Bürger zujubeln. Los geht's. Strom haben sie, das heißt, die Grundbedürfnisse sind gedeckt. Wie gesagt, Gesundheit, Bildung und so weiter und so fort braucht man in Bauerndörfern nicht.
Das ist natürlich blöd für die Einwohner, aber das bedeutet nur, dass sie niemals über den zweiten Level hinaus wachsen werden. Das ist uns aber... Oh, hier Strom ist nicht verkehrt. Weißt du was? Dann bau doch hier einfach auch nochmal Agrargebiet. Nee, dann bauen hier lieber noch ein kleines Gewerbegebiet, schwach bebaut. Auf dem Weg zu den Bauernfeldern könnt ihr dann noch einkaufen. So, ich müsste eigentlich mehr Bauernfelder bauen, das mache ich auch. Dann machen wir hier auch ein paar Gewerbegebiete. Zack, Agrar. Wunderbar. Und hier auch. Und eine Road, damit ihr da schnell hinkommt. Yep. Bam. Und da können wir auch schon sehen, dass wir dort ganz tolle kleine Felder haben. Heuballen. Haha. Da gehen wir mal näher hin, schauen uns das genau an. Wenn es der Computer zulässt. Ja, ich werde mir eine neue Festplatte gönnen. Denn, wie die Let's Player unter euch wissen, ist Let's Playen vor allem festplattenintensiv. Wie Sau. Heuballen, sehr schön. Und Kürbisäcker, Kürbisse. Momentane Jobs 2. Alle die Felder hier sind für 2 Jobs geeignet. Wow. Ich mache hier eine kurze Pause in der Hoffnung, dass die Framerate ein bisschen rauf... So, dann hoffen wir mal weiter und merken, nicht so gut. Naja, gehen wir wieder ein bisschen raus. Nee, dann würde ich sagen, mach mal, na, 12, 13, 1, 5. Nee, dann würde ich sagen, mach mal für heute mal Schluss. Ich wollte hier nur eine Folge starten, damit ihr seht, ich bin dran, damit ihr euch nicht wundert, warum das nichts wird. Und freue mich darauf, euch morgen dann mit besserer Leistung begrüßen zu dürfen. Und dann vielleicht auch mit einem Stadtplan. Wisst ihr was? Macht doch selbst einen Stadtplan. Schreibt in die Kommentare. Aber wie? Wie lasst ihr mir denn zukommen? Hm. Ihr könnt keine Links in die Kommentare setzen. Aber bei Facebook. Dann geht doch auf meine Facebook-Seite. Und verlinkt dort eure Stadtpläne, die ihr hochgeladen habt. Ja. Dann machen wir nämlich morgen noch eine Folge, in der wir hier Egonsbüttel weiter ausbauen. Und ja, dann in 1-2 Tagen könnte euer Stadtplan, und denkt dran, es wird eine große Metropole, der Stadtplan meiner Wahl sein. Ja, danke fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.